Hey Jon, schön, dass du da bist. In diesem Video zeige ich dir, wie du aus deinem Lieblingsshirt ein Schnittmuster erstellen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Um einen Schnitt von einem Oberteil abzunehmen, brauchst du Papier. Ich benutze gerne für Kinderkleidung einen Block in Größe A3. Du kannst aber natürlich auch kleineres Papier nehmen und das zusammenkleben. Dann brauchst du noch dein Lieblingsshirt. Wichtig ist, dass hier keine Knopfleiste oder ähnliches ist, sondern dass der Kopf so durchpasst. Falls du dir auch ein Video wünschst, in welchem ich zeige, wie man das Ganze mit Knopfleiste macht, dann lass es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Zuerst nehmen wir den Schnitt der Rückseite ab. Hierzu klappst du dein Oberteil so zusammen, dass die vordere Seite innen liegt und du die Rückseite sehen kannst. Nimm dir Stoffklammern zur Hand, um das Ganze zu fixieren. Wichtig ist, dass die Nähte genau aufeinander liegen. Deshalb legst du die Ärmel direkt aufeinander und steckst dann die obere und die untere Lage deines Oberteils genau an der Nahtkante, dort wo nachher der Ärmel eingesetzt wird, zusammen. Und auch am Halsbündchen brauchst du eine weitere Klammer. Nun schnappst du dir dein Kulli und zeichnest die Umrandung des Oberteils ab. Ich beginne hierbei beim Halsausschnitt. Wichtig ist, dass du das Halsbündchen auslässt, denn das gehört ja prinzipiell erstmal nicht zum Oberteil selbst. Wenn du dann beim Ärmel angekommen bist, dann klappst du diesen nach innen weg über das Oberteil, so dass die typische Ärmelkurve entsteht. Das heißt, du zeichnest mit deinem Stift genau an der Nahtlinie entlang, wo der Ärmel in das Oberteil selbst eingenäht ist. Das Ganze ist ein bisschen einfacher, wenn du dein Oberteil beschwerst. Das heißt, wenn du einfach was draufstellst, so dass es nicht verrutscht, und so hast du die Hand besser frei, um den Ärmel wegzudrücken. Denn das Wegdrücken des Ärmels nach innen ist hier ganz wichtig, um auch wirklich die Nahtlinie zu erwischen. Und zum Schluss musst du dann auch die Schulterlinie zeichnen, also von der oberen Kante des Ärmels bis hin zum Halsbündchen. Dann verbinde ich noch den Schulterpunkt mit dem Startpunkt, so dass der rückwärtige Ausschnitt entsteht. Den kannst du natürlich auch von deinem Oberteil abhausen, wenn du möchtest. Anschließend fahre ich mit einem Lineal nochmal die geraden Linien ab und besser auch die anderen noch ein bisschen nach. Ganz wichtig, auch das Beschriften nicht vergessen. Schreib dir am besten drauf, was du hier abgepaust hast und vor allem auch, welche Größe es hat. Als nächstes wird das Schnittteil für die Vorderseite gezeichnet. Hier gehst du prinzipiell genau gleich vor. Nur legst du eben dein Oberteil genau andersrum hin, also so, dass das Rückteil innen liegt im Bruch und außen das Vorderteil sichtbar ist. Wenn Vorder- und Rückteil voneinander abweichen, solltest du neues Papier nehmen und das Ganze nochmal genau gleich aufzeichnen. Bei mir sind Vorder- und Rückteil identisch, bis auf den Ausschnitt. Das heißt, ich muss hier nur den Ausschnitt nochmal kopieren. Und auch in der Länge ist eine kleine Differenz, auch die zeichne ich mir einfach an und mache es innerhalb eines Schnittteils. Dann brauchen wir auch schon neues Papier und widmen uns dem Ärmel. Dieses muss so groß sein, dass der Ärmel gut drauf passt. Wie man diesen zeichnet, zeige ich dir jetzt an einem anderen Oberteil. Hier ist der Stoff dünner und man sieht somit besser. Lege den Ärmel flach aufs Papier und drücke dann den Ärmel selbst in Richtung Oberteil, also so wie vorher, als du die Armlochkurve gezeichnet hast. Auf dem Papier, also hier, wo du jetzt gleich entlang zeichnest, sollte wirklich die Naht liegen. Dann nimmst du dir wieder deinen Stift und fängst an, diese Kurve entlang abzuzeichnen. Du beginnst hierbei bei der Achselnaht und arbeitest dich dann vor hin Richtung Schulter. Jetzt werden noch die Längen des Ärmels gezeichnet. Wenn diese gerade sind, kannst du einfach vorne an der Spitze, vorne am Saum, zwei Punkte setzen und diese mit einem Lineal verbinden. Wenn du aber beispielsweise einen ausgestellten Ärmel oder ähnliches hast, kannst du die Außenlinien des Stoffs einfach auch wie beim Rest nachfahren. Jetzt eben noch die Außenlinien wieder verbinden oder nachbessern und dann sind die Schnittteile im Groben auch schon mal fertig. Und dann kannst du auch deine gezeichneten Schnittteile ausschneiden. Ich habe ja hier nur den halben Ärmel gezeichnet, also im Bruch, und wenn ich ihn als ganzes Schnittteil möchte, muss ich vor dem Ausschneiden das Papier einmal an der Bruchkante falten.
Wenn du das Ganze jetzt wieder in den Bruch legst, kannst du es einmal auf dein Oberteil drauflegen, um zu überprüfen, ob ungefähr alles passt. Wichtig ist, bei diesen Schnittteilen hast du jetzt noch weder Nahtzugabe noch Saumzugabe angezeichnet. Sprich, wenn du das Ganze auf den Stoff überträgst, musst du dran denken, an jeder Kante, an der genäht wird, noch etwa 1 cm Nahtzugabe hinzuzugeben und an den unteren Kanten, also die untere Ärmelkante und die untere Kante des Oberteils, hier muss noch Saumzugabe hinzugefügt werden. Wenn du einen Saum mit 2 cm möchtest, bedeutet das 4 cm Saumzugabe. Jetzt musst du dir zum Abschluss noch überlegen, wie du den Halsausschnitt versäubern möchtest. Wenn du zum Beispiel ein Bündchen verwenden magst, habe ich dir hier ein Video verlinkt, in welchem ich dir zeige, wie du die Größe des Bündchens berechnen kannst. Alternativ könntest du zum Beispiel auch einen Beleg nähen für den Halsausschnitt oder aber ganz klassisch einfassen. Und so schnell ist dann dein Basic-Oberteil-Schnittmuster fertig. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Nachzeichnen und bis zum nächsten Mal.